Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen. Der Bericht des Ministers des Innern und für Kommunales an den Landtag über Maßnahmen aufgrund des brandenburgischen Polizeigesetzes 2020 findet, um es gleich vorab zu sagen, unsere Zustimmung. Zur Bekämpfung der Gefahren des Terrorismus wurden mit dem 12. Gesetz zur Änderung des brandenburgischen Polizeigesetzes vom 1. April 2019 ein eigener Abschnitt geschaffen, der besondere Befugnisse zur Abwehr von Gefahren des Terrorismus enthält und der der Polizei zusätzliche Maßnahmen ermöglicht, die ich allein aus Zeitgründen nicht alle nenne. Mit der Schaffung zusätzlicher Maßnahmen verbunden war die Auflage, dass das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung dem Landtag jährlich einen Bericht über jede nach diesem Abschnitt getroffene Maßnahme zu erstatten hat. Der Minister kommt mit diesem Bericht der ihm auferlegten Pflicht nach. Nur vier Bereiche will ich kurz ansprechen, so beispielsweise den Bereich der polizeilichen Beobachtung gegenüber sogenannten relevanten Personen oder gar Gefährdern. Hier gab es 10 Fälle, zwar einen Anstieg um 100%, hier muss man sich aber die Steigerung weniger in Prozent, sondern in absoluten Zahlen anschauen. Alle Maßnahmen wurden entweder noch im Berichtszeitraum oder im ersten Quartal des vergangenen Jahres beendet. Die Kennzeichenerfassung, regelmäßig ein strittiger Punkt im Rahmen der Diskussion zur Verbrechensbekämpfung, haben wir ja auch gestern hier wieder erlebt, mit einem starken Rückgang auf nur noch 3 Fälle, der sich mit einer aus datenschutzrechtlich begründeten Änderung der Anwendungspraxis begründet. Ich empfehle uns im Übrigen, Frau Block hat ja schon die Debatte dazu im Innenausschuss angekündigt, das mit Augenmaß anzugehen. Natürlich, Datenschutz muss hier in jedem Fall beachtet werden, aber auch Kriminalitätsbekämpfung oder andere Aspekte sollen nicht außer Acht bleiben. Und ich glaube, würde über das KESI-System die vermisste Rebecca gefunden worden sein, würden wir hier heute ganz anders darüber diskutieren. Und die Videoüberwachung, ein gleichfalls strittiges polizeiliches Instrument. Die einen sagen so, die anderen so. Ich will diese Debatte aus dem Innenausschuss hier nicht nachzeichnen oder fortführen. Die Polizei und Vertreter des Ministeriums haben stets deutlich gemacht, dass sie in der Videoüberwachung kein Allheilmittel sehen, sondern sie als ergänzendes Instrument der Verbrechensbekämpfung nutzen. So sehen wir es als Fraktion auch. Bei dem Einsatz technischer Mittel zur Ermittlung des Standortes eines Mobilfunkendgerätes gab es 3 Fälle, was auch im Bereich der Vorjahre liegt. Es ist gut und richtig, diese Berichte zu erhalten, um beurteilen zu können, ob Augenmaß oder Maßlosigkeit bei der Nutzung der Instrumente gelten. Wir können hier in dem vorgelegten Bericht Augenmaß erkennen und stimmen ihm deshalb auch zu. Mit einem Dank an alle Polizeibeamten für ihre Arbeit zu unser aller Sicherheit, gerade in dieser schwierigen Zeit, schließe ich und danke für Ihre Aufmerksamkeit.